Aber nein, 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 ich war auch unterwegs heute. Oha, wo warst du? Ikea? Ich habe mir Rollerschuhe gekauft. Aber kannst du denn fahren oder nicht? Nee, ich... Okay, das ist Content. Jetzt. Traust du dich in der Wohnung zu üben? Oh mein Gott, mach mal jetzt, zieh mal an und mach mal. Wirklich, also ein Trick. Du hast doch, ja. Du hast doch gesagt, du kannst Flickflack, oder? Also ein Trick. Er hat nur darauf gewartet, dass wir ihn fragen. Real Rap. Nein, nein, der kennt mich. Der weiß ganz genau, dass ich das sage. Er muss das machen. Ich habe meine Eltern, die sind schon im Bett. Kamera noch drehen. Du bist so langsam, die anzuziehen. Wie schaffst du es nicht, 4 Stunden Content zu füllen? Digga, halt dein Maul. Digga, du hast alleine 1/2 Stunde gerade die Dinger angezogen, Bro. Fick dich. er läuft einfach damit. Versuch mal so schnell wie möglich jetzt zum PC zu kommen. Nein, Digga, der stirbt. Nein, das geht, warte. Ich mach... du kannst fahren, 100% kannst du fahren. Ja, er macht sogar Hände auf dem Rücken, ja, ja. Bruder, auf Ernst. Ja, for real, man hat bei dem einen aus... Oh mein Gott, okay, vielleicht kann er nicht fahren. Warte, Teppich, fucked up. Ja, mach den weg, juckt. Ja. Aber nicht mit dem Kopf in den Bildschirm fallen. Ja, pass auf dich auf, Bruder. Und? Wie ziehen wir hier? Boah, schnell. Voll schnell. Schnell, aber es geht noch schneller. Dreh dich mal so schnell du kannst auf den Dingern, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl, er kommt gleich mit dem Kopf gegen so eine Ecke vom Regal. Ja, Bro. Bitte pass auf dich auf, Stichi. Okay, ich passe erstmal. Also, du willst mich warnen, dass ich schnell die Szene switche, dass er jetzt weitergeht, weißt du? Aber, oh Gott. Bitte pass auf, Stichi, nicht, dass wir gebannt werden. Find's geil, am Telefon meinte er, seine Eltern schlafen jetzt schon, er muss jetzt leise sein. 10 Minuten später, er fährt mit Rollerblades durch die Wohnung, Bruder. What the fuck, Alter. Digga, wie er da hinten drin steht. Kannst du die noch ein bisschen nach rechts machen, Hugo. Du hast doch noch so ein bisschen Länge, der Raum ist doch rechts auch noch lang. Was? Ich mach hier alles kaputt. Digga, er lässt alles runterfallen. Ich find's auch geil, wie laut es einfach ist, ne? Es ist so laut, wir hören's einfach, auch im Discord. Ey, kannst du nicht dieses Ikea-Ding, dieses Paket, bau das mal so als Rampe auf. Ja, als Rampe, eben. Und dahinter die Lampe so als so Grindstange. Das ist dumm. Aber er enjoyt es auch, weißt du? Er denkt sich, ja, endlich mal tun. Ich habe das Gefühl, Hugo hat auch die ganze Zeit drauf gewartet, dass wir ihn fragen. Ja, meine Mutter ruft an. Oh nein. Oh mein Gott. Gib's mir, ich rede mit ihr. Mute dich nur im Stream. Du musst dich auch im Discord, musst du dich auch muten, Bro. Nein, hier nicht. Sie sagt gerade, hey, nee, mach ruhig weiter. Aber zieh lieber einen Helm an, wenn du in der Wohnung ein bisschen rumfährst. Wir haben doch unten noch die Knieschoner. Hol die doch. Ich bin gerade nicht glücklich. Ah, weswegen nicht? Sie muss immer früher aufstellen, weil sie jemand abholen muss. Sie arbeitet. Hol doch unten noch die Knieschoner, Digga, als ob sie so Input gibt für den Stream. Digga, er macht doch einfach weiter. Hä? Hugo, Digga, hä? Ja, aber Hugo, lass nicht mehr rumfahren auf dem Regal. Das hast du heute gekauft, das ist gleich kaputt. Er gibt das zurück und auf diesem Karton sind solche Farben. Oh mein Gott, das ist echt eine Kante. Oh. Oh mein Gott. Ey, Bruder, gib mal Feedback, lebst du noch? Oh mein Gott. Aber ich bin mir relativ sicher, das hat sie nicht gehört. Mach dir keinen Stress. Digga, setz dich bitte hin, ich will nicht, dass du dich verletzt. Du kannst kein Unrail spielen, aber du fährst mit dem fucking Inliner in deiner Bude rum? Ja, ist so, Digga. Okay, ja, nee, du hast recht, sorry. Die Schienen in-game sind zu laut, wenn der Zug da entlang fährt. True, sorry. Ich will's nochmal hören mit seinem Sound. Ja, aber Hugo, lass nicht mehr rumfahren auf dem Regal. Das hast du heute gekauft, das ist gleich kaputt. Er gibt das zurück und auf Ja, aber Hugo, lass mich ist mal rumfahren das Kacke. Auf dem Regal. Das hast du heute gekauft, das ist gleich kaputt. Er gibt das. Früher, als ich privat mit ihm gelabert habe, haben wir das echt immer gemacht. Er hat immer einen Ärger auf seine Eltern bekommen und hat immer gesagt, wo. Und dann hat er immer weitergemacht und dann hat er immer Ärger bekommen. Und dann hat sie die Tür, also den Raum verlassen und dann haben wir weitergemacht. Oh, guckst du, siehst du das Stream? Oh nein, oh mein Gott. Fuck. Oh Gott, der ist Millionär bald. Wichser, Alter. der ist Millionär, kriegt aber Ärger, weil er zu laut ist. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Ja, Hauptsache 50.000 Euro Tesla, aber zu laut, Digga. Ja.
Aber er muss klar sein, du bist jetzt leise. Aber auch Tesla. Mein Vater stand da mit Pyjama, Digga, und hat gesagt, meine Mutter will schlafen. Ja, dann sei auf korrektes Leise. Digga, mach jetzt Lobby, ich will mir noch ein Eis holen. Heute oh. noch? Ja. Yeah. Wie jetzt, aus dem Kühlschrank oder jetzt? Nein, aus Kühlregal. Achso, hä? Hä, wie? Aus dem Supermarkt? Nein, bei mir im Keller. Achso, dann müssen wir uns beeilen für, weil der macht dann zu, der also. Keller, oder wie? Nein, weil wenn ich du hättest deinen Vater im Pyjama, der sich beschwert, dass seine Mutter schlafen, den hättest du sagen müssen, du, kannst du mir doch ein Eis holen? Nee, der weiß nicht, welche Sorte ich will. Oh. Der hättest ihn zweimal geschickt, der hättest ihn hochgelassen, der hättest gesagt, nee, anderes Eis. Ist das dumm. Ist das so, ey. Aber jetzt, wo du schon mal da bist, Papa, ich bin voll Bock auf Eis. 22:30 können wir bitte spielen. Ja, ja, ja. Ja, okay. Komm.